So, Milch kriegt sie von uns nicht mehr. Davon haben wir eh schon so wenig. Dann gucken wir mal, was die Gutste im Kampfbericht sagt. Warte mal. Hier haben wir noch ein Ei. Ja, dein Dings können wir immer noch nicht, weil wir noch nicht keine Spinnenweben haben. Und ich habe auch keine Ahnung, wo wir die herkriegen sollen. Felsvorsprung, Jahrmarkt. War das hier? Das ist die, ne? Nee, das ist eine Hilfe. Wo war denn dieser blöde Jahrmarkt? War der hier? Hier irgendwo? Da. Wer bist denn? Okay, sie sitzt hier. So, dann wollen wir doch mal kicken. Wir haben ja jetzt den goldenen. Hier. Goldene Herausforderer für Slossys Untergrundliga. So. Warte mal, ich wollte aber eigentlich das Ei haben. So. Wie jetzt das. Hä, wie viele Eier sind denn da drin? Okay. Unica! Ah, Cess, du hast es auf die Goldstufe geschafft. Du hast es wirklich weit gebracht seit dem kleinen Amateurturnier, was? Ach du Was ist das? Was ist das da? Der Kampf geht über 3 Runden. Ach du Scheiße, was ist das? Hat das jemand bei uns schon gesehen? Das Ding gibt 200 Punkte. Alter. Was ist das? Ja, gucken wir mal. Nein, wir sind nicht bereit. Hier ist übrigens ein. Seht ihr das? Ich kann hier nicht weiterlaufen. Hier ist ein Durchsicht. Stand hier nicht gerade ein Mann mit Nut? Was ist denn los hier? Birch, was machst du da? Komm jetzt hierher. Okay, die braucht heftig. Müssen wir erstmal zu Hause gucken, was wir Neues haben, ne? Die haben wir alle schon, die haben wir alle schon. Wir haben hier auch noch den Kulinarium-Turm, den müssen wir auch noch irgendwie hinkriegen, ne? Und hier diesen... Vielleicht kriegen wir Informationen, wenn wir diese orkanische Braut da... Wie heißt die denn? Ich weiß nur nicht, was die braucht. Hier können wir sowieso mal reingucken. Was sagen denn unsere Rezessionen? Auf jeden Fall mehr Leidenschaft. Ah, nee, es fühlt sich an, als hätte ich mich im Homogenie wieder geschnappt. Ich hätte gerne etwas Nobles wie Hypnofisch. Hypnofisch will sie haben fürs Restaurant. Und hier Temporuspriester. Keine Gerichte mit genug Leidenschaft. Na, das können wir ändern. Vielleicht können wir einen Hypnofisch mit aller Leidenschaft kochen, aber das werden wir dann sehen. Das schreiben wir uns mal auf die Agenda, aber nicht jetzt. Ich muss nämlich erstmal gucken, was es hier Neues gibt. Hey, was ist das? Das sind nur die Opferdinge. Hier kriege ich ja nur die Samen und das Futter. Bei den Soßen wird das wahrscheinlich nicht sein, oder?
Nee. Also wir müssen, glaube ich, als erstes den Ruf verbessern. Ist klar, diesen Ork. Was war denn das nochmal, was der Ork gerne gegessen hat? Scharfe Pangonsoße, die war vorhin schon tatsächlich drin. Da hatte ich nämlich vorgelesen gehabt, dass hier die Leidenschaft hochgeht. Raffinesse mal 4, aber verhindert Leidenschaft. Keine Ahnung, was das sein soll, ne? Netze verstärken, dass wir am alten Hafen gewinnen. Ja, wie soll ich denn das vergewinnen? Ich müsste jetzt erstmal wissen, was. Ja, irgendwie ein Knochen oder sowas, ne? Das sah wirklich so komisch aus. Glaube, wir müssen uns auf den Ork-Chef, Ork-Dingsbums da fertig machen. Aber ich habe keine Ahnung. Wollen wir uns darauf noch vorbereiten? Ich glaube schon, ne? Haben wir noch einen Hypnofisch? Nö. Hypnofisch haben wir auch nicht. So, den können wir mal, oder behalten wir den lieber mal, ja. Kühe haben kein Futter mehr. Merk mir das immer nicht mehr, was da war. Also Pangun hat nichts mehr. Ach, Menno. Kühe haben auch nichts mehr. Nur die Einhörner haben. Ist auch krass, ne? Was die alles fressen. Der du. Ich weiß nicht, was das war. Karotte war das noch. Und die blöden Tenorsprinnen, die singen auch schon wieder. Wir müssen unbedingt aufforsten. Wir müssen unbedingt aufforsten. Kuhfutter. Karotte und Tomate. Naja. Karotti und Tomori. Dididididididid. Dididididididid. Tomori. Oh, komm, das ist ein bisschen viele. 2, 4, 6. Fünf, zwei, vier, sechs. Genau. Das Problem ist, ich könnte jetzt sagen, ich bereite das mal vor, aber dann müsste ich, weiß ich nicht, wie viele Tage vorspulen, weil das wächst ja nicht gleich nach. Das ist ja das Problem, ne? So, das war Kuhfutter und da brauchen wir Milch und Äppel. Äppel, Äppel. Das heißt, unsere ganze Milch geht schon wieder flöten. Ganze Milch, die wir hatten, geht schon wieder flöten, nur für Futter, ne? Aber wie ich glaube, kann das sein, dass wir das Futter auch kaufen können in der Stadt? War das nicht so? Kann das sein, dass wir das Futter auch kaufen können in der Stadt? Morgen mal nach. Ja, werde ich auch. So. Ihr kriegt auch was.
Nein. Zack, damit ihr nicht verhungert. Ich glaube, wir werden da morgen wirklich mal in der Stadt gucken. Wir machen mal unser Inventar leer. Räumen mal ein bisschen auf und dann fangen wir halt von neuem an, die Sachen zusammenzusuchen, sonst verliere ich tatsächlich irgendwann den Überblick. Das geht gar nicht für mich. Karotten haben wir keine mehr. Fisch, da kommt der rein, Reis, Seemöwenei haben wir, Kartoffeln haben wir, Tomaten haben wir alle weg, Pilze haben wir, hier noch einen, Krabi Krabmann. Krabi Krabmann. Eine Ratte hatten wir noch, ne? Ne, die hatten wir nicht mehr. Aber Mandragoras hatten wir noch. Und den Rest tun wir hier hinten rein. Dann werden wir morgen mal gucken, dass wir in der Stadt einkaufen gehen können. Inklusive der Soßen. Ich hoffe, ich denke dran, dass die da drin sind. Und dann kostet das nachher wieder ein Schweinegeld, ne? Aber wisst ihr, was wir jetzt gerade mal machen? Dann ist das morgen früh auch wieder da. Okay, Karotten, scheiß es uns jetzt an. Und Tomaten auch. Oje, oje. Reis geht noch. Mandragoras geht noch. Pilze brauchen wir noch nicht. Okay, Karotten und Tomaten, ne? Karotten und Tomaten. Da schiedet uns das an. Nein, du bleibst hier. Kartoschka können wir auch gleich machen. Ja, 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 ja. Alles ein teurer Spaß, ne? Hier haben wir nur 4. Jetzt ist schon wieder 1 Uhr. Himmel, Herrgott. Ja. Das ist schlecht. Da kriegen wir auch nur 4 zusammen. Das ist genauso schlecht. Das ist genauso schlecht. Ja, ja. Man hat's nicht leicht, aber leicht hat's. Ja, bei Raffinesse sind wir schon wieder fast dicht, ne? So. Kartoffeln brauchen wir noch nicht, die können wir hier lassen. Den Reis brauchen wir auch noch nicht, den können wir auch noch hier lassen. Aber leider Kartoffel, Tomate und Karotten. Und wir haben nur 4. Warte mal, haben wir hier noch welche drin? Mit Champs-Élysées? Nee, leider nicht. Ja, 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 ja. Seit wann stöhnt der denn, sag mal? Da tun wir mal hier hinten hin. Nein! Ach, Mann. Jetzt habe ich das auch noch vertauscht. Oh, mein Monkauge. Oh Gott. Das ist Strafe. Das ist Strafe. Ah, egal. So, die Karotte nehmen wir jetzt mit ins Bett. Ach nee, ach nee, ach nee, ach nee. Und so wie ich die Sache sehe, werden wir doch wieder angeln müssen, weil die Fische können wir uns nicht leisten.
Wir sind arme, arme, arme Zests. Ja, solange wir nicht wissen, guck mal, wir kommen bei den Hexen nicht weiter, ne? Weil wir diese Spinnenweben brauchen. Wir kommen bei den Fischern nicht weiter, weil wir die Spinnenweben brauchen. Was ist das zum Jammern, oder nicht? Leute, mit nur einer Milch komme ich nicht weit. Ich brauche mehr Milch. Leute, Leute. So geht das nicht. Oh, wir haben einen Ruf mehr gekriegt. Wie haben wir den denn mehr gekriegt? Vor allen Dingen, woher? Dingelingelingelingeling, ach. Wo haben wir jetzt bitte schön den einen Rufpunkt mehr her? Im Laden wollte ich, ne? Im Lordin. Meister! Ja, zeig mir mal, was du hast. Nee, der hat nur Samen hier. Der hier hat nur Samen. Er hat einen Samen. Konnte man nicht irgendwo einkaufen gehen? Bescheuert oder was? Ja, lass uns mal Fachgespräche führen. Aber wer kann uns jetzt weiterhelfen mit den... Gutes Timing. Mir geht gerade das Erwin-Holz aus. Ich würde gern nun 5 ordentliche Stämme kaufen, wenn du sie hast. Nun, willst du bei der heutigen Erleuchtung mitmachen? Orden unterstützen. Klar, warum nicht? Ich sorge dafür, dass du einen guten Platz bekommst. Wir sind erleuchtet, Leute. Wir wurden soeben erleuchtet. Das ist die Hexe, da war ich schon. Er hat keine Neuigkeiten. Ich will noch mal ganz kurz Kulinarenturm. Der Weg zur Schlachtbank. Wir haben nur diesen, wir haben gar keinen Silber. Bronze. Elden. Kulinaren haben eine lokale Liga. Das haben sie. Es ist eine interne Sache. Jetzt, da du im Grunde Mitglied bist, kannst du teilnehmen. Dazu würde ich dir raten. Wettbewerb hält Köche auf Trab und auf dem neuesten Stand. Eine ziemlich sinnvolle Initiative der Kulinaren. Überraschend. Verstehe. Nur glaube ich nicht, dass ich gerade sonderlich beliebt bei Bolton bin. Da stehen meine Chancen schlecht, auch wenn er sich bemüht, neutral zu bleiben. Mach dir da keine Sorgen. Bolton hat sich zu einer kleinen Auszeit entschieden. Du weißt schon, um eine neue Perspektive zu finden.
Wirklich? Wer ist die Jury? Domatello? Romanesco? Nicht ganz. Es wurde entschieden, dass die Kritikervereinigung die Kulinarim in den schwierigen Zeiten unterstützen soll. Also werde ich diese Aufgabe mit Freude erledigen. Du beurteilst also ein internes Ereignis im Kulinarium? In der Tat. Oh, ich weiß das, was du dir denkst. Dieser Nichtsnutz von einem Kritiker mischt sich in Angelegenheiten der Köche ein, hm? Sowas in der Art, nur weniger herablassen. Wie nett von dir, aber keine Sorge, ich bin nicht hier, um den Kulinarim Befehle zu erteilen, wenn dir das Sorgen macht. Es ist eine Art Test. Wenn sie höchste Qualität anstreben, sollte es der erste Schritt sein, den Gaumen eines Genießers wie mir zufriedenzustellen. Verstehe. Nun möchte ich deine Fähigkeiten auf die Probe stellen. Da es eine Kulinarim-Sache ist, steht natürlich eine Gebühr an. Nur 2000 Escudos. Ein Schnäppchen. Nein, danke. Im Moment nicht. Komm schon, Junge. Sei kein Feigling. Nein. Du kannst mich mal. Romanesco. Dieser riesige Pfannenwender sehen etwas unpraktisch aus. Aha, Silber, Bronze. Romatello haben wir doch schon besiegt. Silvia. Okay. Das ist Holzliga, oder was? Und woher kriegen wir jetzt diese blöden Pfannenwände? Ich muss den erst besiegen, oder was? Ich habe doch aber gar keinen Pfannenwender. Und warte mal, nochmal. Warte. Nochmal Tab. Nee. Und, vielleicht gibt sich im Kulinarium eine Herausforderung zu meistern. Also ich kann nur gegen den Typi da spielen und dann habe ich da... Kriege ich da meine Pfannenwände oder was? Was ist das hier? Angestellter. Da red doch mal mit mir. Der Zeppelin ist bereit. Es kostet 50... Nein, ich will kein Zeppelin. Tja, ihr Lieben. Ich weiß gerade nicht weiter. Außer mit dem Ork-Chef. Dingsbums hier. Aber wenn ich da reingehe, komme ich nicht wieder raus. Und ich habe nichts mit, was ich zum Kochen nutzen könnte. Bist du bereit, gegen Choppy anzutreten? Choppy haben wir doch schon mal gehabt, oder nicht? Gegen Choppy haben wir doch schon mal gekämpft. Hä? Wir hatten doch Choppy schon mal, oder nicht? Ich kann mich nämlich genau dran erinnern, weil ich das Thumbnail gemacht habe für das Video. Deswegen weiß ich das so genau, dass wir gegen Choppy schon mal gekämpft haben. Nee. Wäre an deiner Stelle auch vorsichtig. Wir haben gegen Choppy doch schon mal, aber das war der, weil der in der Liga war, ne? Das ist bestimmt, weil der in der Liga war. Aber ich will... Ja, wir müssen den Ork-Chef machen. Anders kommen wir nicht weiter. Was für ein Kreuz! Das macht mich richtig gehend narrisch. Reis ist nur noch einer, ne? Zwei. Lassen wir mal so. Das macht mich richtig gehend narrisch. Aha, sechs. Wir haben null Tomaten. Null. Nur um das mal so zu erzählen.
Was machen wir? Was machen wir?